Oh, da brauchen wir schon 75 Sterne. Das ist schon ordentlich. So, das ist 6.2. Teamrivalen Genauso ausschalten, zwar. okay. Testet eure Geräte. Wie meint ihr das mit erfolgreich drei Teamrivalen Klasse, ausschalten? gehen wir es an. Ich habe keinen Plan, wie die das meinen, aber ist okay. Es reicht. Ich fahre nicht mehr für den Alten. Ich will antworten und zwar jetzt. Sag uns, was hier los ist, Tanuki, oder du bist fällig. Unter Druck zeigt der Rote sein wahres Gesicht. Interessant. Beruhige dich, Knuckles. Espio hat mir gerade berichtet, wer Dodo und Paar wirklich ist. Aha. Raus mit der Sprache! Dodo und Paar ist angeblich der Vorsitzende von Donpa Motors? Das ist doch der größte Autohersteller im Universum. Es kommt noch mehr. Er ist außerdem König eines Planeten namens Königreich Donpa. Ha, das überrascht mich doch. Ich sagte doch, er ist nett. Und er ist ein König. Das ist beides gut. Ach Gott, Big the Cat. Rosa Rhythmus. Gegner erblinden lassen, naja. Naja, erblinden lassen ist halt nicht das Richtige eigentlich. Ist. Jetzt, wo ich weiß, wer dort ein Paar ist, kann ich mit klarem Kopf fahren. Na dann. Achso, ich sollte vielleicht mal. Yay, yeah, ich bin ein Einsgeist. So, jetzt ist natürlich. So, da spielt jemand aus meiner Freundesliste auch ein Spiel. Ich konnte jetzt nur nicht sehen, welches. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich krieg keine Items. Wie soll ich dann die Leute ausschalten? Wie meint ihr das mit ausschalten? Oioioi. Ja, wir wundert's, ne? Aber die Strecke, die kenne ich nämlich noch nicht. Deswegen. Habe ich jetzt eigentlich überhaupt jemanden getroffen? Wie gesagt, mich stören die Musiknoten überhaupt gar nicht. Aber ist okay. So, hier bitte nicht ins Wasser. Ah, diese Teile, die da einfach mal so kommen, das ist schon total fies gemacht auf dieser Strecke. Knuckles, warst du nicht ein. Ah ne, du bist kein Technikfahrer gewesen. So, der Megaturbo ist aber auch gleich voll. So, jetzt aber, jetzt holen wir hier hoffentlich ein bisschen auf. Geht es bei anderen gerade länger? Kann das sein? Es wirkte zumindest so. Wie schaffen es die Gegner, dass immer. Dass ich immer da reinfahre? Ich kann es mir nicht erklären. Na komm. Ah, ich hätte geradeaus weiterfahren müssen. Ah, ich bin Siebter, das ist doch keine Platzierung. Das ist gerade ein Armutszeugnis, also. Wir müssen hier irgendwie nach vorne kommen. Kann ja wohl nicht sein, dass wir hier hinten auf diesen Plätzen rumdümpeln. Das ist doch schon gar nicht zulässig. Also, jetzt gibt man hier mal ordentlich Gas. Oh, da muss man ja auch noch extra aufpassen, was hier wo durchkommt.
Was, sag mal, das gibt's ja nicht. Aber so richtig ausgeschaltet haben wir die noch nicht damit, ne? Ich weiß halt auch nicht, was die damit meinen. Aber ich komme auch nicht nach vorne. Ich kann hier machen, was ich will. So, schön weg mit euch. Halt. Oh, jetzt bin ich auf einmal Erster. Na gut. Können wir mal machen. Ich glaube, du hast Reh geschrieben. Kann das sein? Dann sage ich Hirsch. Ja, du hast tatsächlich so Reh geschrieben. Wow. Ja, jetzt hier schön aufpassen auf die Zahnräder. Hier schnell lieber vorbei. Ich dachte schon, ich fahre wieder durch diese Items elitär durch. Das ist ja auch immer das, was ich gerne hinbekomme, an den Items vorbeifahren. Items einsammeln, nee, das ist ja für Casual-Spieler. An den Items vorbeifahren, das ist für Profis. Und dann failen. Das sowieso. So. Wow, das war schon knapp, das muss man so mal sagen. Ah, ich sehe den Sand kaum. Das ist für mich manchmal echt das Problem, dass ich da den Sand nicht von den anderen Dingen differenzieren kann. Ihr nehmt das Item, Leute. So, muss mir gerade nur mal angucken, wie ein Mann in einer dreimal gestorben ist, weil er in einer Zuhandlung von einem... Okay. Aber wie kann man denn dreimal sterben? Echt klasse, Leute. War von einem Rotfeuerfisch. Oh, das ist übel. Gut zu wissen, dass du nicht auf Eggmans Seite bist. Seite? Ich bin auf keiner Seite und auf jeder Seite. Alles, was ich suche, ist Perfektion. Macht man das mit Schalte erfolgreich mindestens drei Teamrivalen aus? Wenn das wenigstens mal da beschrieben stünde. Das wäre zumindest mal nice. So, was haben wir hier? Setze Megaturbo mindestens zweimal ein. Da muss man sich dann schon sputen. So, was haben wir hier noch? Draufgänger. Vor allem, das muss ich ja jetzt machen. Ich mag Dodonpa jetzt lieber, aber Fragen habe ich dennoch. Von mir aus kann's losgehen. Für das Gift gibt es kein Gegengift. Das heißt, die Ärzte mussten auf den Herzstillstand warten, um ihn zu reanimieren. Und das ist in der Nacht halt dreimal. What the fuck? Ganz einfach, Flügelchen. Wir entwerfen den schnellsten und stärksten Motor des Universums. Ich nenne ihn den Mega-Energie-Motor. Aha. Höchst vertraulich, höchst geheim. Keine Einrichtungen und Leute für diese Rennen? Wer das Beste will, braucht Hilfe von den Besten. Sprich von dir und deinen Freunden. Das hast du aber nett gesagt. Eine Frage noch. Du bist ja ein König und so. Da hast du doch sicher eine Krone mit Juwelen und eine Schatzkammer voller Edelsteine, ja? Natürlich. Warum fragst du? Einfach nur so. Naja, Rouge. Hast dann auch nur wieder individuelle Belange. Oh Gott, muss das so eine Aufgabe sein? Willst du das wirklich, Rouge? Oh Gott, ich mag die Aufgaben überhaupt nicht. So, jetzt muss ich mich halt ein bisschen konzentrieren. Ja toll, jetzt habe ich einen Teil schon verpasst. Na super.
Nee, ich krieg diese Aufgaben irgendwie nicht so gut hin. Ah, das war recht knapp. Ich hoffe, das hat mal wenigstens einen kleinen Bonus gegeben. Ach, da drüben. Na super. Wie hätte ich denn das jetzt so schnell erfassen sollen? Naja, egal. Da waren auch schon wieder welche. Nee, ich mag diese Aufgaben nicht. Wow, schön vorbeigefahren. Nun. Achso, das habe ich auch gelesen mit dem Gegengift. Okay, okay, okay. Das heißt, ich muss jetzt mich durch diese hässliche Aufgabe quälen. Nee, ich finde diese Aufgaben überhaupt nicht schön. Nun. Also um hier... Nein, warum? Ich krieg die Aufgaben überhaupt nicht hin. Das ist leider so. Ja, es kann was werden. So, also schön hier vorbei. Oder muss ich die einfach nur erwischen? Reicht das schon? Ja, toll! So. Hier rum. Hier vorbei. Dann nehmen wir dich mit. Hier bitte durchdriften. Danke. Ja gut, das war jetzt besser als das Teil zu verpassen. Ach, das war da... Da drüben war auch wieder eins. Nee, ich mag diese Aufgabe nicht. Nee, ich komme mit diesen Aufgaben ganz und gar nicht klar. Das ist einfach... Weiß ich nicht. Vor allem, jetzt ist die Frage, was muss ich da genau schaffen? Schon eine Silbermedaille oder wie? Ich muss das schaffen, um in dieser Story weiterzubekommen. Wie dämlich ist denn das bitte? Ja, ja, komm. Na komm, wir probieren's. Mehr als schief gehen kann's ja nicht. So. Na super. Nee, sobald ich das berühre, das ist ja auch der Mist. Ich spiele ja schon auf leicht, weil ich einfach nicht solche blöden Spezialherausforderungen haben will oder solche schwierigeren. Und dann ist das hier eine, wo ich mir sage, nee, das muss nicht unbedingt sein. Und warum? Ist wie in der Schule, du wirst manchmal mit Scheiß gequält, den du einfach nicht kannst. Dass sich jeder damit mal beschäftigen soll, ist ja gut und schön, aber... Nein, ich höre auf mit diesem Thema, das ist ein sehr leidiges Thema. Aber okay. Noch näher und du wirst eins für den Pfosten. So. Zumindest erwischen, das ist das Wichtigste. Erstmal das, damit wir hier überhaupt eine solide Medaille mal erreichen können.
Nein! Ach Mensch, das ist doch doof. So, wo war das Teil jetzt hier? Dann ist hier wieder eins. Hier war auch noch eins. Ach, jetzt habe ich das verpasst. Na toll. Aber ich komme immer nur bis kurz vor einer Runde. Es kann nicht wahr sein. Wow, wenigstens eine Bronzemedaille, aber das hilft mir nicht. Ich brauche... Da muss ich mich extra durchquälen. Nein! Wer hat sich dieses Spieldesign so ausgedacht? So, jetzt aber. So, hier durch. Da lang. Hier hin. Hier dran vorbei. So, bis dahin sieht das erstmal gut aus. So, warte, wo war das Teil jetzt? Hier. Wie will mir das jetzt sagen? Was? Wollte mir das jetzt erst... Ich hab das... Ich hatte das berührt. Das ist ja jetzt wieder... Es ist nicht die Zeit, sich Zeit zu lassen. Ja, you don't say. Na, das hätte mir wenigstens noch zählen lassen können, oder? Was? Ich war noch schlecht... Was? Ergibt das Sinn? So, fahr an der roten... An der roten Seite. Okay. So, heißt, wir fahren hier erstmal schön geradeaus. Also, schön die rote Seite mitnehmen. Na, ich hätte gern die rote Seite mitgenommen. Aber okay, man kann nicht alles haben. So, dann bitte hier außen lang. Gott. Aber wir kriegen das hin. Ich meine, ja, es soll ja auch mal ein bisschen herausfordernd sein. Das stimmt. Gut, jetzt habe ich das wieder verpasst. Naja, gut. Also nicht verpasst, aber ich hätte zumindest da mal was anders machen können. Ich muss... Ach, toll, Sonic. So, jetzt hier dran vorbei. Ich weiß nicht. Nee, nochmal. Das wird sich jetzt ein bisschen hier hinziehen. So, das heißt ja, wir sind ja immer daran vorbeidriften. Ah, ich hab's noch erwischt. Oh, hier ein bisschen lang. Oh, ich bin auch noch so doof und fahr da ran! Meine Güte! So, wie gesagt, mehr Punkte. Super,
Warum? Warum krache ich immer an diesen blöden Poller? Das kann ja nicht wahr sein. So. So, jetzt muss ich hier rüber. Jetzt habe ich... Toll, jetzt habe ich diesen einen verpasst. Na super. So. Hier durch. So, jetzt wieder hier durchdriften. Oh, das... Das darf da nicht wahr sein. Jetzt habe ich die Punkte natürlich schon wieder versaut. Egal. Super. Ich habe jetzt wahrscheinlich immer noch nicht Silber geschafft, ne? Sag mal, das kann doch keine Die können einen doch nicht so in diesem Story-Modus mit diesem Müll quälen. Also nicht mit dieser blöden Aufgabe. Doch, sie können. So. Jetzt aber, komm. Also, nee, wer sich sowas ausgedacht hat, Story-Modus ist schön und gut, aber... Aber der ist leider... Doch sehr repetitiv, wenn man das auch mal so sagen soll. Noch mehr und du wirst eins für den Posten. So. Wow. Oh, das gibt's da nicht! Ich bin schon wieder daran gekracht. So, wo ist jetzt die nächste Stange? Da drüben. So, schnell noch den Multiplikator hier abgreifen. Wow. Naja, immerhin. Es bessert sich ja langsam. Ah, pass auf. Wer hat sich diesen Blödsinn ausgedacht mit diesen Aufgaben? So, jetzt... Rüber da. Lieber hier ein bisschen langsamer sein. Und lieber mal nicht dran driften. Ja, man muss sich halt echt an diese Driftmechanik gewöhnen. Und an diese Fahrmechanik im Allgemeinen. So, jetzt war das hier auf der Seite, ne? Ah, da kommt man sogar ganz gut durch. Na super. Okay, den Multiplikator haben wir bekommen. Oh, okay, wir haben Silber. Wir haben es endlich geschafft mit Silber. Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank.
So, wenigstens etwas, dass wir hier weiterkommen. Es ist einfach eine skillbasierte Aufgabe. Natürlich. Ohne Informationen kann man nichts entwerfen. Und ich habe viele Informationen aus den Rennen gewonnen. In der Tat. Durch eure Arbeit im Team entsteht bemerkenswert starke Energie. Und sie ist entscheidend beim Bau des Mega-Energiemotors. Aha. Also das ist gut zu wissen. Ja, ja, Eggman, dass du deine Finger spielst, ist ja mal wieder klar. So, heißt, wir können jetzt bei Level 6-9 weitermachen. Aber wir gehen erstmal zu Level 6-4. Ich hab gedacht, Dodon Paar hat etwas Böses vor. Ja, Tails, ich glaube, das könnte auch so sein. Sonst hätte ich doch noch auswählen können. Ach, egal. Wir wollen jetzt Rennen weiterfahren. Neue Industrien antreiben und die Umweltverschmutzung reduzieren? Und das alles mit der Kraft von Teamwork? In der Tat. Ich widme mich seit vielen, vielen Jahren der Rennindustrie und der Entwicklung neuer Technologien und dem allumfassenden Frieden. Dieser Moment ist der Durchbruch. Verzeih bitte die Steckt mit Eggman unter einer Decke-Geschichte. Wir waren wohl ein bisschen voreilig. Ja, Amy, wie immer. Ich mochte ihn von Anfang an. Was ihr von mir haltet, ist unwichtig. Es geht einzig um den Motor. Und ja, ja. Was das betrifft... Noch ein unsäglich schweres Rennen? Ah, so langsam versteht ihr mich. So, ich muss jetzt erstmal alles hier zurechtrücken. Ach, gespiegelte Strecke mal wieder. Problem ist halt, dass dadurch, dass es halt nicht so viele Strecken gibt, wiederholt sich das gerne mal. Und ich habe schön den Start verhauen. Naja. Ich habe jetzt aber nicht Tails getroffen, oder? Wie schwachsinnig ist das denn? Und hier einlenken, bitte. Dann geh doch duschen. Ist doch warm genug. Kannst du auch in den See baden gehen. Fahren einfach an mir vorbei. Was für eine Frechheit. Aber das kriegen wir hin. So. Items gehen wieder an meine Teamkollegen, warum auch nicht, ne? Nee, ich fahr lieber unten lang, da habe ich mehr von. Es sei denn, man kann oben megamäßig abkürzen, was ich mir natürlich auch vorstellen könnte. Ich weiß gar nicht, ob das, ob die Turbos auch diese Anzeige auffüllen. Dann sollte ich den jetzt schon mal auslösen. So, aber den Megaturm, den hebe ich mir wie gesagt auf. Das ist immer für die letzte Runde am besten. So kurz vorm Ziel, falls die Gegner sich dann denken, irgendeine Trollaktion durchführen zu müssen. Was ich ja auch schon ein paar Mal erlebt habe. Ah, da bitte nicht reinfahren. Nein, Enchilada, das machen wir nicht. Jetzt hat der Stick das irgendwie nicht so realisiert, wie er es hätte realisieren sollen. So, schöne Stunts wieder. Aber ich finde es halt... Was ich halt schade finde, ist, dass man trotzdem nicht die ganzen Stars aus den anderen Spielen hat. Wäre halt so ein klasse Übergang auch gewesen. Also richtig cooler Übergang zu, zu Sega Heroes, was es ja halt für die Mobilgeräte gibt.
Weil da ja halt auch alle hast. Aber naja, gut, dafür gibt's halt, Sonic und Sega aus, das Racing transformt. Was aber auch richtig Laune macht. Macht mir so vom Spielerischen noch mehr Spaß, weil du da eben verschiedene Elemente hast, wie das Fliegen zu Wasser und so weiter. Aber hier ist es halt dieser Team-Aspekt, der dafür sorgt, dass du hier auch einiges an Action hast. Und wenn die das noch kombinieren, das wäre mal geil. Aber nicht mit festgesetzten Teams, sondern das wäre ja vielleicht auch mal geil, wenn du halt so ein All-Stars Racing hast mit Team-Aspekt. So, jetzt aber. Kannst du ruhig nutzen. Was hat Tails da hinten zu suchen? Wow, Tails, du bist ein Genie. Naja, zum Glück fuhr ich ja ganz weit vorne mit Knuckles. Oder zum Glück fuhren Knuckles und ich weit vorne. Wir beide müssen noch etwas klären, Sonic. Naja, Shadow. Stimmt genau. Und der einzige Ort dafür ist die Ziellinie. Ihr hört wohl nie auf, was? Das wäre doch langweilig. Mit Aufhören gewinnt man nicht. Nur mit Loslegen. Ich meinte nicht das Rennen, Sonic, sondern den Doktor und was er vorhaben könnte. Oh, ich habe gerade eine tolle Nachricht bekommen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh Gott, das ist ja eine richtig lange Nachricht.